Hallo zusammen. So, hier sind wir jetzt bei dem Erika Hotel. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt, aber für uns oder für Philipp und mich ist einer der besten Hotels, wo wir immer gerne wieder gehen. Lange Geschichte, der Philipp kommt hier seit er 3 Jahre alt ist und das Hotel hat sich weiterentwickelt mit der Zeit. Jetzt ist es ein 5-Sterne-Hotel, Wellness, super cool, super schön, extrem personalisiert. Die kümmern sich um den kleinen Detail, also da können wir danach mit den Videos das euch zeigen. Genau, ich befinde mich jetzt in der Rezeption oder in dem Eingang von dem Hotel. Und genau, wie gesagt, es ist so, dass die Erika befindet sich in einer privilegierten Lage, weil nach hinten sieht man die Berge, die unglaublich schönen Berge. Da gibt es Meran und da kann man eine super schöne Wandertour machen. Und genau, jedes Jahr das Hotel hat eine Besonderheit, die investieren viel, was vom Gewinn sie machen. Und man kann jedes Jahr hier in das Hotel kommen und befindet man eine Überraschung oder was Neues. Das ist mega cool. Zum Beispiel dieses Jahr haben sie das hier, diesen Eingang neu gemacht, wo man mit dem Auto hier runterfahren kann. Und genau, einfach angenehmer, wenn man kommt. Das sind die Zimmer, die an die nicht so schöne Blick schauen. Und dann von der anderen Seite dann gibt es die schöne Blicke. Genau, dann gehen wir zur Rezeption. Hier kann man das Auto einfach lassen und dann genau, die Koffer werden in einem Zimmer mitgebracht und hier kommen wir ins Rezeption. Was auch neu ist, ist dieser Bereich hier, die im Sommer muss unglaublich schön sein, weil man kann den Blick genießen. Jetzt im Winter ist es geschlossen. Aber genau, hier kann man sehen, der schöne Blick von dem Hotel. Das ist ja unglaublich. Ne? Und dieser Salon ist ganz cool. Wahrscheinlich kann man Partys machen oder so, weil hier im Sommer wird das alles frei. Genau, und das hier. Hier kommen wir rein wieder in die Rezeption links und das ist ein bisschen den Bar, wenn man ein paar Cocktails machen kann, bevor das Abendessen losgeht, vor allem. Der Opa und Luca im Kids Club. Hier ist die Pool. Genau, und dann hier geht es auf den Außenbereich. So, wir kommen jetzt in das Zimmer rein. Das ist jetzt ein untypisches Zimmer, ja, weil das für Kinder ist. Hier ist auch ein bisschen Chaos. Aber das hier ist die erste Dusche und hier ist dann immer ein separates Klo. Fährt hoch, ist so eine moderne Dusche irgendwie mit Wasser und Föhn. Ja, wer es mag, ist aber mal lustig. Dann schlafen hier die Kinder und was halt gut ist, oft in so Hotelzimmern ist dann das Kinderzimmer nebendran. Hier gibt es immer eine Tür, die man zumachen kann. Und ja, das ist nach hinten raus, aber ist dann insgesamt doch groß. Der Elternbereich, da hinten ist nochmal ein Bad, Toilette und Schrank, genau. Ja. Nee, also ist nach hinten raus, einer der kleineren Zimmer, aber insgesamt noch erschwinglich. Und man ist ja meistens draußen in der Natur, deswegen das auch nicht so wichtig ist.